Okay, heute sehe ich mir wieder ein Cooler Master Produkt an. Zwei sogar, um genau zu sein. Hauptsächlich konzentriere ich mich aber auf diese neue Cooler Master Mastermaus MM530 Gaming Maus. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die CM Storm Mizar. Nun, diese MM530 ist der Nachfolger davon. Deshalb handelt es sich hier sozusagen auch um die exakt selbe Form, nur eben mit aktualisierter Hardware unter der Haube. Derzeit kann man sich diese Maus für ungefähr 45 Euro holen, was mehr oder weniger der Standardpreis bei Gaming Mäusen zu sein scheint. Nicht wahr? Nun, für diejenigen, die sich fragen, ja, das Mauspad, das ich hier liegen habe, ist auch von Cooler Master. Das ist das RGB Hard Gaming Mauspad. Was für ein einfacher Name. Beim Preis bin ich mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es kostet so 25 bis 30 Euro. Zuallererst schauen wir mal über die Mauspacks, okay? Diese sind hier keineswegs außergewöhnlich. Tatsächlich entscheidet man sich hier als Maushersteller wohl für das perfekte Rezept, wenn man so nennen will, was auch funktioniert. Die wohl spürbarsten Unterschiede zum Mizar-Vorgänger liegen in der MCU, dem Sensor und nun endlich auch Omron-Schalter. Wie ich also zuvor schon erwähnt habe, hier gibt's dieselbe Form wie bei der Mizar, was offensichtlich auch gut geklappt hat. Mir gefällt's. Es ist eine gute Maus für den Palm Grip. Einen Gummigrip gibt's hier auf beiden Seiten, links und rechts und traditionelle Vor- und Zurücktasten links. Nennenswert ist die Tatsache, dass die Maus aus PBT-Kunststoff ist, also ein sehr harter Kunststoff. In Sachen Verarbeitungsqualität sollte man da also wirklich nichts zum Meckern haben. Das Gewicht wird zwar nicht angegeben, doch ich würde es als ziemlich gering einstufen, was die meisten von euch auch bevorzugen, habe ich gehört. Alle 7 Tasten hier sind voll umprogrammierbar, werkseitig fungieren die Pfeiltasten da als DPI-Schalter. Die MM530 kommt mit schöner RGB-Beleuchtung in 3 individuell benutzerdefinierbaren Zonen. Sogar ein paar Effekte gibt es für diese. Mir persönlich sagt die Form und das Gefühl der Maus sehr zu. Sie ist zwar etwas niedriger als was ich so gewohnt bin, aber ich mag sie. Die 2 großen Teflonfüße auf der Unterseite sorgen in keinster Weise für Schwierigkeiten, alles butterweich. Mein einziger Kritikpunkt an der Stelle, das nicht ummantelte USB-Kabel. Ich frage mich, was es damit auf sich hat, immerhin ist sogar Cooler Masters Mausbett mit einem ummantelten ausgestattet. Macht für mich nicht gerade viel Sinn. Aber kein großes Ding, manche könnte diese Tatsache heutzutage einfach etwas abschrecken, besonders bei einem Preis von 45 Euro. Ansonsten bin ich mit der Leistung der Maus sehr zufrieden. Der PixArt 3360 Sensor liefert ausgezeichnete Arbeit. Ich denke, jeder liebt den 3360er. Scrollen und klicken, alles supi. Die Omron-Schalter fallen hier definitiv positiv auf. Hut ab vor Cooler Master für die ordentliche, aufgeräumte Software. Hier eine interessante Sache, die Tactics-Taste für Sekundärfunktionen. Ansonsten tolle Tastenbelegungseinstellungen, Sensoroptionen und sehr gute RGB-LED-Möglichkeiten. Makroaufnahme klappt auch vollkommen reibungslos. Okay, nun also zum RGB-Mauspad. Es ist richtig gut verarbeitet, ist ziemlich schwer, um ehrlich zu sein, und die harte Mausoberfläche ist gut für viele verschiedenste Mäuse, darunter natürlich auch die hauseigene MM530. Wie bei den meisten RGB-Mauspads würde ich mir wünschen, dass dieses Ding in der Mitte entweder links oder rechts platziert werden würde, da man so manchmal mit dem Mauskabel drankommt. Für diejenigen, die es genau haben wollen, blende ich einmal die Specs ein. Die LED-Beleuchtung ist schön umgesetzt, wenn auch die Farbübergänge nicht ganz geschmeidig verlaufen, wie ihr vielleicht selbst seht. Merkt man stark im Farbzyklus Regenbogenmodus. Software wird keine benötigt, man berührt einfach die touchempfindliche Fingerabdrucktaste, um LED-Modi und Farben zu ändern. Ansonsten definitiv ein gutes, solides Mauspad. Etwas teuer vielleicht für ein Mauspad, 25 bis 30 Euro, aber zumindest günstiger als so manch andere RGB-Mauspads. Ich persönlich halte hier nicht sonderlich viel von RGB auf einem Mauspad, aber jedem das seine, schätze ich mal. Also bei der MM530 handelt es sich um eine tolle Maus, die aber nicht perfekt ist. Punkteabzug gibt's von mir für das nicht ummantelte Kabel. Deswegen, ja, ich kann die Cooler Master Mastermaus MM530 Gaming Maus ganz klar empfehlen. Sie verdient meine Silber-Auszeichnung. Dasselbe gilt auch für das Master Accessory RGB Hard Gaming Mauspad. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.